Das ist das Ergebnis, liebe Schwestern und Brüder, nach der großen Brot- und Eucharistierede Jesu. Viele Jünger verlassen ihn und ziehen nicht mehr mit ihm umher. Es ist ein wenig verführerisch, diese Situation mit der unsrigen gleichzusetzen, da wir das hier auch sehen, da unsere Kirchen leerer werden, da sich viele Menschen gar nicht mehr, obwohl sie getauft sind, nicht mehr in Kontakt mit der Kirche sehen. Der entscheidende Unterschied, und das ist die erste Beobachtung, ist allerdings, dass dieser Rückzug heute nicht aus der Konfrontation direkt mit dem Wort Jesu geschieht. Denn es ist ja nicht selten so, dass das Wort den Menschen vorenthalten wird. Es erreicht sie gar nicht mehr. Es wird ihnen kaum in dieser Deutlichkeit verkündet. Deshalb ist es schwierig, diese Situation einfach mit der des Evangeliums gleichzusetzen. Aber für die, die sich wirklich mit dem Wort Jesu auseinandersetzen, die es hören, die es in ihr Leben einbeziehen, die ihm Raum geben wollen und die letztendlich glauben, dies ist das wichtigste Wort, das ich überhaupt hören kann. Diesem Wort will ich folgen und ihm nachgehen. Auch für die gibt es die Situation, sich die Frage zu stellen, soll auch ich weggehen? Ist es nicht einfach zu viel? Kann ich diesem Anspruch genügen? Adrian von Speyer beobachtet zu dieser Stelle, dass bis zum Schluss eine natürliche Freiheit bleibt. Immer. Dem Jünger bleibt immer eine natürliche Freiheit. Jesus bietet immer die Möglichkeit zum Rückzug. Aber zugleich schafft er eine übernatürliche Bindung. Davon ist eben auch die Rede. Von dem, dass der Vater diesen Glauben hervorruft in uns. Dass wir, wenn wir dann wirklich glauben, gar nicht von Jesus lassen können. Es mag sein, und darin liegt eine Spur, von der ich glaube, dass sie wichtig ist. Manchmal nehmen wir an Äußerlichkeiten, vielleicht auch an Personen in der Kirche Anstoß. Und es mag sein, dass wir uns dann neu orientieren müssen. In gewisser Weise ein Rückzug. Das kann manchmal ein Rückzug in die Einsamkeit sein. Das kann ein Rückzug in eine andere Gemeinde oder Gemeinschaft sein. Aber es darf nie und nimmer ein Rückzug von Christus sein. Wir müssen dieses Wort des Petrus in uns wachrufen. Herr, zu wem sollen wir denn gehen? Okay, manchmal ist es so, es reicht uns. Wir haben den Eindruck, es ist einfach genug, wir können gar nicht mehr verkraften oder wir können es auch nicht mehr ertragen, es ist irgendwie alles zu viel oder wir sind durcheinander durch die unterschiedlichen Meldungen, die auch gerade innerkirchlich auf uns einströmen, Parteiungen, die natürlich auch alle ihre Propaganda machen. Aber zu wem sollen wir denn gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Du bist das Wort des Lebens. Wir leben allein von dir. Alles andere ist gar nicht wert, Leben genannt zu werden, ohne Christus. Wir müssen uns dies immer wieder verdeutlichen, immer wieder tief in uns hineinnehmen, dieses Bekenntnis des Petrus. Wir sind zum Glauben gekommen, du bist der Heilige Gottes. Dann werden wir nie fehlgehen, immer im Blick, in der Offenheit, in der Bereitschaft, uns ganz auf Christus auszurichten.